Hi, hallo Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wohnprinzen. Ich bin jetzt in Korschenbroich, weil ich Herrn Schöniges treffe, denn mit der Initiative 1000 gute Gründe will ich euch den Weihnachtsstern heute mal wieder ein bisschen näher bringen. Und ich bin jetzt in einer Riesengärtnerei, wo, ich habe schon gehört, über 200.000 Weihnachtssterne stehen. Hier steht auch schon Herr Schöniges. Ein bisschen groß, ich brauche einen Tritt. So. Hi, ich bin Bastian. Sagen wir Sie oder sagen wir du? Ne, wir sagen du. Sagen wir du. Hallo. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die Ecke an. Ja. Und da zeigen wir doch mal die Weihnachtssterne, die quasi noch nicht fertig sind. Jetzt sind wir hier bei den noch nicht fertigen Pflanzen. Das hört sich so komisch an. Was macht die Pflanze dann fertig? Ja, die Pflanze macht letztendlich fertig, wenn die Hochblätter wunderschön ausgefärbt sind. Hier sieht man, wie die ersten jetzt anfangen. Das wird also ein roter Weihnachtsstern. Euphorbia pulcherrima ist der richtige botanische Name für den Weihnachtsstern. Und der Weihnachtsstern ist gar keine Winterpflanze, sondern wo kommt er her? Ja, der Weihnachtsstern kommt ursprünglich aus Mexiko, also aus einer sehr warmen Region und steht zum Beispiel in Florida, selber von mir gesehen, vor einigen Jahren an Straßenrändern als Heckenpflanze fast, muss man sagen. Und dann ist die komplette Hecke, je nachdem welche Farbe der Weihnachtsstern hat, komplett rot oder? Komplett rot oder komplett weiß, wohl nicht das ganze Jahr. Weil diese Blätter sich letztendlich nur färben, wenn wir weniger als 12 Stunden Licht haben. Wenn man natürlich einen sehr schönen grünen Daumen hat und den über den Winter bekommt, Richtung Ostern zum Beispiel, färben diese Blätter, die jetzt rot werden, werden dann wieder grün. Ja, da musst du uns und mir als Experte mal ein paar Tipps gleich geben, wie wir dann den Weihnachtsstern am besten über den Winter kriegen, damit wir ihn tatsächlich im nächsten Jahr dann... Würde der sich jedes Jahr wieder neu färben? Ja, der würde sich jedes Jahr wieder neu färben, genau. Okay, ja, dann gucken wir uns doch mal Weihnachtssterne an, die schon fertig gefärbt sind und ja. Wollen wir da hin? Ja, ja. Sehr schön, machen wir das. Ja, jetzt haben wir hier eine Pflanze, die im zweiten Wachstumsstadium ist, oder? Richtig, wir haben hier genau. Schon mehr Farbe als vorhin. Richtig, genau. Die Pflanze sieht man schon, ist etwas älter. Und die Hochblätter sind hier natürlich schon wieder etwas mehr ausgefärbt auch. Ja. Ich dachte ja immer, dass das, was am Ende bunt ist, farbig ist, dass das die Blüte ist. Das ist aber nicht so, aber das zeigst du mir gleich mal, was die eigentliche Blüte ist. Okay? Finde ich gut. Genau. Und was ich hier gesehen, und das ist das Tolle, wenn man mal in die Gärtnerei geht und sich das anguckt, das sieht man ja im Supermarkt nicht so wirklich, dass hier von unten das Wasser kommt. Ne? Richtig, genau. Das sieht man hier ganz gut. Genau. Das heißt, wenn man den Weihnachtsstern zu Hause hat, auf jeden Fall nicht von oben gießen. Richtig. Warum? Genau. Ja, man sollte deshalb nicht von oben gießen, weil wir Gärtner natürlich der Pflanze auch Dünger zuführen müssen. Ja, die Pflanze soll ja auch vernünftig wachsen. Und etwas von dem Dünger lagert sich immer im oberen Bereich des Topfes ab. Und wenn jetzt der Endkonsument, wie man es ja von alter Väter Sitte her oder Mutter Sitte gewohnt ist, von oben Wasser gibt, lösen sich diese Salze. Ja, da muss ich dir beichten, ich habe auch immer von oben gegossen. Ja, also gut, dass du heute zu mir gekommen bist. Ab sofort nur noch Wasser von unten, nämlich die Düngekonzentration, die dort oben frei wird, gibt einen Salzstress und dann könnte die Pflanze Probleme bekommen. Okay. Damit hätten wir schon mal einen Punkt erledigt in diesem schwierigen Weihnachtsstern. Eine Schale, genau, immer dann von gieße ich unten in die Schale und richtig, genau. Soll ich das Wasser dann stehen lassen? Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Also immer stehen lassen, 5 bis 6 Minuten, ja, und dann die Pflanze wieder rausnehmen. Alles Längere würde dafür sorgen, dass die Wurzeln absterben und das wollen wir ja auch nicht. Nämlich, du willst ja auch mal einen Weihnachtsstern im Sommer noch stehen. Ja, Wärme, sage ich mal, zwischen 14 und 16 Grad, der kann auch 18 Grad abhaben. Der Ort sollte zum Beispiel hell sein, aber auch nicht allzu sonnig und vor allen Dingen auf keinen Fall zugig. Also Zugluft macht der Weihnachtsstern absolut nicht. Also Fensterbank wird dann schwierig? Fensterbank wird schwierig. Wenn das Fenster geschlossen bleibt, kein Problem. Wenn es geöffnet wird mit Zugluft, wird es schwierig. Und Heizungsluft tut Ihnen dann wahrscheinlich auch nicht so gut? Nein, Heizungsluft. Das heißt tatsächlich dann besser so in die Mitte des Raumes? Richtig, genau. Wo er Licht kriegt, nicht zu viel Sonne und richtig, angenehm genau temperiert ist. Ja, ja, genau. Vollkommen richtig. Das ist schon mal ein guter Tipp. Also nicht zu sonnig, keine Zugluft und nicht von oben gießen. Das sind schon mal drei richtig, gute Tipps. Genau, dann haben wir schon mal sehr viel erreicht. Ihr dürft gerne mal in die Kommentare posten, welche von den Farben, die wir euch gleich zeigen, ihr am besten findet. Vielleicht setzen wir einfach einen neuen Trend. Ja, genau, richtig. Ja? Die Pflanzen sind jetzt wie alt? Ja, die Pflanzen sind jetzt 4 Monate alt und stehen kurz vorm Verkauf. Die sind dann quasi ready und die, genau, warten jetzt eigentlich nur ready to start, genau. Nächste Woche gehen die raus. Aha. Ja. Und dadurch, dass man denkt, dass die farbigen Blätter die Blüte ergeben, würde ich jetzt immer sagen, das ist die Blüte. Aber wie nennt man das? Die eingefärbten Blätter? So die eingefärbten Hochblätter nennen wir die Brakteen. Brakteen. Genau. Lernen wir richtig von Anfang bis zum Verkauf der Pflanze, wie die Pflanze aufgebaut ist und wie das alles heißt. Wie viele Brakteen sind dann so maximal an der Pflanze? An dieser Topfgröße hier ist maximal 8 Brakteen. Okay. Wie hoch sind die jetzt?
Die sind ungefähr 35 cm. Und sind 4 Monate bei dir, hast du gesagt. Sind 4 Monate bei uns, genau. Und hinter uns haben wir ja wir haben jetzt eine Weltneuheit hinter uns. Nennt sich Autumn Leaves, ne? Autumn Leaves, genau. Das könnt ihr euch angucken. Das gibt es dieses Jahr zum allerersten Mal. Und ich finde die Farbe so mega. Gerade, dass das nicht alles gleich ist und gleich gefärbt wie bei dem Roten, sondern teilweise geht es hier sogar ins Rosafarbene und dann aber, wie du schon sagst, so Herbstlaub, sagt man ja quasi, ne? Richtig, genau. Autumn Leaves. Schöne Farbe. Das erkennt man ja sehr schön und so soll es ja auch letztendlich sein. Ja, wir wollen hier keine totale Eingleisigkeit, sondern wir wollen dieses Farbschema, so wie es letztendlich die Natur, der Herbst, uns ja auch vorgibt. Ja, und ich finde, das findet man super schön hier wieder, auch in den dunkelgrünen Blättern. Dieser Kontrast ist also perfekt gelungen, muss ich sagen. Die sind ja ziemlich groß, ne? Die sind doch älter als 4 Monate, oder? Nein, die sind auch 4 Monate alt. Also die sind etwas stärker gewachsen. Also nicht jede Sorte wächst gleich, das muss man auch sagen. Und weil das ist auch halt, wie beim Menschen, ne? Genau, da sehen wir, sind die zwei die besten Beispiele. Genau. So, aber hier sieht man natürlich auch Weltneuheit, deshalb auch erstmal in kleinen Stückzahlen verfügbar. Wir müssen natürlich auch unsere Erfahrungen damit machen, auch unser Kulturleiter, um möglichst nachher natürlich eine Einheitlichkeit hinzubekommen. Super. Aber ich denke, fürs erste Jahr sind die uns super gelungen, finde ich auch. Und eine super Sorte. Hier haben wir jetzt Weiß. Obwohl es beim Weihnachtsstern äußerst selten ist, ein wirklich klares Weiß zu haben. Man sieht ja hier, das geht immer eher in Richtung Lime. So heißt also ein bisschen gelblicher Zitronencharakter. Genau. Deshalb heißt die Sorte zum Beispiel auch Lemon. Ja. Mhm. Das ist halt so. Und was würdest du sagen, so von den anderen Farben her, ist Weiß beliebt? Weiß kommt direkt nach Rot. Also Rot ist an erster Stelle, dann kommt Weiß, dann werden wir gleich noch rosafarbene sehen, panaschierte sehen. Also es gibt da schon die verschiedensten Farben, die wir letztendlich haben. Und was hast du für ein Gefühl so bei den Autumn Leaves? Autumn Leaves wird der Renner schlechthin. Wir hatten auch den Handel jetzt schon da und so weiter. Also jeder schlägt auf die Sorte voll ein. Mhm. Also das wird schon der Renner. Zumindest bei den Frühen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei den Späten, wenn wir wieder auf Merlot kommen, wo wir ja eben waren, so ein samtiges Rot, das ist super nachher zu Weihnachten. Wir sind jetzt gerade zu den Glitter-Weihnachtssternen. Genau, und nicht richtig. Glitter, wie ihr das denkt, mit Funkeln und Glitzern, sondern von der Optik her. Genau, richtig. Die sehen ja auch irre aus. Ja. Wie schafft man denn das, dass das so... Ja, das haben die Züchter im Grunde genommen geschafft. Man sieht es hier so ein bisschen, die spalten sich dann auch zurück, erblich manchmal etwas. Das sind also zwei, drei. Das ist eine rosafarbene, eine weiße und eine rote. Und das wird dann unten... Nein, züchterisch schon. Über Bestäubung vom Samen und so weiter. Das hat also von ganz von Anfang an? Von ganz von Anfang an stattgefunden letztendlich. Da, also eine neue Sorte, muss man sich vorstellen, dauert 10 Jahre. Ist natürlich auch total hip und trendy und ja, ist auch wieder was anderes. Stimmt. Also viele sagen ja immer schon mal, wenn man sich über einen Weihnachtsstern unterhält, Oma, Mutti und so weiter und so fort. Ja, aber man sieht ja, auch wir waren nicht untätig und so weiter. Wir wollen auch die junge Gruppe ansprechen. Und ich denke mal, mit Autumn Leaves, mit Glitter, also ist auch perfekt gekommen. Ich habe das schon mal in einem Video erwähnt, dass der Weihnachtsstern ja eigentlich kulturell gesehen voll die Brückenpflanze ist. Ne? Die verbindet so viele verschiedene Kulturen miteinander. Richtig, genau. In denen der Weihnachtsstern ganz eigene Bedeutung hat. Richtig, ne? Genau. Und deswegen finde ich das auch so schön. Viele denken immer, das ist tatsächlich eine Oma-Pflanze. Das finde ich persönlich aber überhaupt nicht. Und deswegen mache ich auch jedes Jahr Videos mit Weihnachtsstern, weil ich es einfach schön finde. Ich finde, es gibt keine Blume, die man so schön zu Weihnachten inszenieren kann wie den Weihnachtsstern. Ja. Und da sind wir auch gerade beim richtigen Thema. Natürlich habe ich für euch wieder ein DIY vorbereitet. Und das schauen wir uns jetzt an. Und danach gucken wir uns die pinkfarbenen und rosafarbenen Weihnachtssterne an. Richtig, genau. Für die Tischdeko benötigt ihr natürlich erstmal einen Weihnachtsstern. Den Topf habe ich verschönert, indem ich einfach Bastelkleber genommen habe, den mit einem Schwamm auf den Topf aufgetragen habe. Und damit das Ganze aussieht, als sei der Topf frisch eingeschneit und so ein bisschen vereist, und habe dann einfach Dekoschnee draufgegeben. Als nächsten Schritt benötigt ihr ein Tablett. Ich habe hier einen Stern genommen, passend zum Weihnachtsstern. Und habe das erstmal mit Dekoschnee aufgefüllt. Drumherum könnt ihr dann Deko-Elemente wählen, die ihr zu Hause habt oder neue hinzuholen. Achtet aber darauf, dass das farblich auf jeden Fall zum Weihnachtsstern passt. Ich habe mich einfach für Rosa, Silber und Weiß entschieden. Das passt einfach wunderschön zusammen und gibt so ein richtig schönes Bild. Und so sieht die Deko dann am Ende aus.
So, hier kann ich dir jetzt auch noch eine Sorte zeigen. Und zwar die Sorte Marble. Marble, Marmor. Genau, hier finden wir das jetzt wieder, dass wir dieses rosa panischierte schön in der Mitte haben, weiß umrandet. Das ist allerdings schon eine Sorte, die bestimmt schon 10, 15 Jahre am Markt ist. So, woran mich das erinnert, das sieht so aus wie Aquarellmalerei. Ja, genau. Ja. Und das ist toll, oder? Ich finde, die Natur macht die schön, malt die schönsten Bilder und das sehen wir hier an den Weihnachtsstimmen. War wieder ein tolles Beispiel dafür. Mhm. Sehr schön. Aber jetzt bin ich neugierig. Jetzt möchte ich unbedingt die... Ja, dann gehen wir da jetzt mal die hin. Die glamourösen Weihnachtssterne. Genau, sehen. Jetzt kommen die glamourösen. So, jetzt gehen wir zu den... Ja, wie kann man das sagen? Jetzt kommt Glamour. Ich habe auch den Namen schon gehört. Wie heißen die wir uns jetzt angucken? Wir kommen jetzt zu unserem Highlight, zu dem Prinzettia. Prinzettia. Genau, richtig. Also auch schon fast was von Prinz, ne? Ja, genau. Wir werden auch Krönchen sehen, also... Ach nee. Ja, ja, dann das Highlight schlechthin. Ich zieh ein. Ja, hier sind wir jetzt bei unserem Highlight angekommen, bei der Prinzettia. Und ich glaube, ich habe dir auch nicht so viel versprochen. Nee, das stimmt tatsächlich. Allein die Verpackung ist schon richtig, richtig wertig. Das gefällt mir sehr. Was macht die denn so besonders? Ja, die außer, dass die Farbe mega ist. Ja, die Farbe ist natürlich super mega. Gibt es noch zwei, drei andere Farben auch. Und wir haben hier einen super schönen kleinen Stern natürlich, was auch total trendy ist, wo nachher, man sehen es ja hier an verschiedenen Pflanzen, eine super schöne Mitte auch kommt. Die Cyathien. Das ist die Blüte, die das eigentliche ist die eigentliche Blüte, Blüte, ne? Oder das wird die Blüte jetzt, die Cyathien, wo wir davon gesprochen haben. Und hier erkennt man natürlich super den Sterncharakter auch letztendlich. Ja? Und das ist auch, was züchterisch die letzten Jahre wieder super nach vorne gebracht wird. Der Endkonsument will den Stern auch erkennen, Weihnachtsstern. So, und jetzt kommen wir auch zu einem wichtigen Argument, da du ja auch scharf drauf bist, den über den Sommer mal zu kultivieren. Ja. Die Prinzettia ist lange nicht so empfindlich wie der normale Weihnachtsstern. Aha. Wir können hier in einem anderen Temperaturbereich arbeiten. Ich kann auch mal 12 Grad abhaben. Ich kann auch ein bisschen Zugluft haben. Ist von den Blättern her, merkt man schon, noch etwas stabiler. Ist nicht ganz so empfindlich. Aber das bedeutet ja dann, wir haben hier eine richtig edle Pflanze. Für Anfänger perfekt. Wir fassen noch mal zusammen. Oder fasst du doch noch mal zusammen so die Tipps, die wir beachten müssen, damit unser Weihnachtsstern so lange wie möglich bleibt. Ja, wir haben ja natürlich gelernt, keine Zugluft. Ja, das ist ganz schwierig. Dann Temperaturbereich ungefähr 16, 17 Grad, keine direkte Sonneneinstrahlung und was ganz wichtig ist, was hast auch du heute gelernt hier? Von Wasser, unten gießen, von unten also Wasser. Eine Schale genau. Reinstellen und dann nur 5 bis 7 Minuten? Genau, perfekt. Und dann das Wasser weg? Genau, sonst das bekommt die Wurzel nämlich Probleme. Und vielleicht sollten wir noch einen Tipp geben, ich glaube 80% der Pflanzen werden ersoffen, also weniger Wasser ist besser, weil man merkt, die Pflanze schlappt, aber sobald die Wasser bekommt, kein Problem. Aber einmal ersoffen, ist ersoffen. Also sehr, sehr wichtig, nicht ersaufen. Ja, ich freue mich, dass ich mit der Initiative 1000 gute Gründe für Blumen heute bei dir in der Gärtnerei sein durfte. Ja, hat Spaß gemacht. Wir haben gute Tipps von dir bekommen. Wenn euch das gefallen hat, das Video, dann gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben und beantwortet unsere Fragen, die wir euch gestellt haben, in den Kommentaren. Und ich glaube, wir alle sind jetzt Profis darin, Weihnachtssterne zu halten, zu pflegen und schön mit ihnen zu dekorieren. Genau. Danke, dass ich bei dir sein durfte. Ja, vielen Dank Spaß für die gemacht. Tipps. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Basti. Ciao, ciao. Ciao.